Ende einer sensationellen Karriere bei Audi. MotoTV 22, wir begrüßen euch recht herzlich. Vor 23 Jahren stand Matthias Ekström zum ersten Mal als Audi-Werksfahrer in der DTM am Start. Nun sagt er den vier Ringen in seiner schwedischen Muttersprache endgültig Adieu. Der Ausnahmesportler, der stets zu seiner Meinung stand und damit auch polarisieren konnte, war für Audi ein erstklassiger Botschafter. Zweimaliger DTM-Champion, Rallycross-Weltmeister, 24-Stunden-Spaßsieger, Dakar-Etappengewinner und Bezwinger der legendären Skiabfahrtsstrecke der Streif bergauf in einem vollelektronisch Technikenträger des Audi e-tron. Emotionen, Erinnerungen und jede Menge Autogramme. So verabschiedete sich Matthias Ekström am 26. September in Ingolstadt von Audi, der Marke, mit dem er die größten Erfolge in seiner herausragenden Motorsportkarriere gefeiert hat. Zum Abschied auf dem Werksgelände kamen neben vielen Motorsportfans aus der Belegschaft von Audi auch Rolf Michel, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Wir haben Matthias unendlich viel zu verdanken und umgekehrt haben wir ihm zu den größten Erfolgen seiner Karriere verholfen, sagt Michel, der in diesem Jahr das Dakar-Programm der Marke als Motorsportchef zum Erfolg geführt hat. Bis heute beeindruckt mich neben seiner kontinuierlichen Leistungsfähigkeit auch sein exzellenter Teamgeist. Matthias hat sich nie nur auf das Rennfahren konzentriert, er hat immer geholfen, Projekte voranzubringen, unsere Entwicklung zu unterstützen und die Teams zu fördern, mit denen er gearbeitet hat. Mit dieser Eigenschaft und seiner Serie an Erfolgen ist er einer der größten Vorbilder für viele internationale Talente im Motorsport. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere. Ekström war noch nicht einmal bei Audi Werksfahrer, als er 1999 im Alter von 21 Jahren in seiner schwedischen Heimat erstmals mit Audi seinen Titel gewann. Als Privatfahrer im Audi A4 Quattro in der schwedischen Turnbahnmeisterschaft. Zwei Jahre später hatte Ekström einen Vertrag im Audi und bestritt seine erste Saison in der DTM. 17 Jahre lang sollte die prestigeträchtige Turnwagenserie seine sportliche Heimat bleiben. Mit dem Audi Sportteam Abt Sportsline feierte der Skandinavier zwei Titel im Audi A4 DTM. Vier Vizetitel, 20 Pole Position und 23 Rennsiege. Lassen wir uns überraschen, was Matthias Ekström in seiner weiteren Zukunft anstrebt. Und wir hoffen, dass er uns noch lange erhalten bleibt auf den Rennstrecken dieser Welt. Schaut rein auf TV22, abonniert euch gratis und bekommt laufend das Neueste auf unseren etwas anderen Sportsender. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Dietmar Brückel von TV22.